Oh, ich nehme ja gerade noch eine neue Waffe mit. Sniper haben wir gerade schon mal eingetauscht. Ah, da war eine höhere Führungsperson, der hat so einen komischen Helm gehabt. Wow, der Schuss war aber jetzt knapp über meinem Kopf hinweg. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie schon immer nicht die deutschen Waffen besser als die amerikanischen. Außer vielleicht die Springfield, obwohl. Vielleicht weil es so war. Oh. Weil die Deutschen die bessere Waffe hergestellt haben. Das sind halt die Deutschen, deutsche Markenqualität und so, ne? Versteht sich doch von selbst. Jetzt bin ich auch noch hier im Zeitdruck. Ich habe nur 10 Minuten Zeit. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Ich weiß nämlich nicht, wo die Granate ist. Ich höre zweimal die Granate werfen. Also ich höre, wie sie aufklingt, aber ich weiß nicht, wo sie dann ist. Das kann ich ja dann natürlich nicht sagen. Oh, shit. Oh, das Deutsche. Ich hab echt 2 Minuten einfach mal reparieren konnten. Keiner versucht hat, mich kaputt zu machen. Spielst du immer noch War Thunder oder spielst du WoT? Ich spiel War Thunder. Ist das besser wie WoT? Das ist dicker. Hast zwar noch nicht so viel Auswahl, aber das ist schon besser. Also ich hab einen Bekannten, wenn du zu stark kaputt bist und du hast erforscht, kannst du dich reparieren und viel. Ich hab's echt geschafft, 2 Minuten lang dort zu stehen und mich zu reparieren, ohne dass der Gegner mich dran gehindert hat. Der Insel, der mich dran versucht hat zu hindern, habe ich mit 2 Schüssen auseinandergenommen, die er nicht repariert. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist das Hilfsschutz? Ich weiß jetzt gar nicht, ob für was ich noch die 10 Minuten habe, ob ich die für hin habe oder auch für hin und zurück. Ich glaube ja auch für zurück. Ich muss hier bei allem, wenn ich hier durchschieße. Checkpoint. Alle Mann auf ihre Posten. Einmal. Der zweite hat mich natürlich getroffen. Scheiß M-Botter. Ich gebe gleich einfach mal in die Zeile slash Gott ein. Mal sehen, was passiert. Slash Gott Mode. Im Let's Play. Oh Mann. Diese Granaten, ey. Und dann auch noch von einem Verbündeten. Ja. Endlich wieder mal ein Win. Stirb, du Nazi. Eigentlich ist das ja keine Beleidigung. Upsala! Jetzt hab ich's überdrückt. Ich wollte eigentlich schauen, was ich doch getan habe. Au. Au. Kann ich mir nicht mal eine kugelsichere Weste anziehen oder sowas? Nein. Damit ich mir nicht so viel Damage mache. Nein. Alter, ich bin voll wichtig. Nein. Hilfe. Ach, ist noch ein Deutscher in der Würstchenbude. Ach, wie geil. Ja, der Deutsche macht. Der Deutsche, während er kämpft. Der grillt erstmal ein Würstchen. Vielleicht waren es natürlich auch, wie heißt Pommes. Vielleicht ein paar Fritten oder so. Nee, Frankfurter hat er gegessen. Warum ich Frankfurt? Wir sind hier nicht in Frankfurt. Ja, das ist aber ein Deutscher. Weiß gar nicht, wo wir sind. Du weißt doch. Weißt doch. Maika macht das Würst. Warum kostet der eigentlich nur 5.900 zum Erfahren? Irgendwie sinnlos. Ich könnte eigentlich auch mal War Thunder spielen. Also das neue Windisch, Crown Forces. Ja, Crown Forces sind toll. Ich mag Crown Forces. So Leute, wir schauen jetzt einmal, wir laden nach. Wir nehmen die Thompson und dann schauen wir einmal an der Würstchenbude und das gibt's nicht. Ist da schon wieder einer drin? Ja, sicher, aber wusste ich ja, da steht immer einer drin. In dem Spiel stehen immer überall die gleichen. Die machen auch immer das gleiche. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch einen anderen Schwierigkeitsgrad genommen. Das ist die wirklich so super geil, dass das Spiel so alt ist, dass es so schlecht ist.
so schlecht geschrieben ist, dass sie dich immer treffen. Das ist nicht schlecht geschrieben, sondern das ist eher damaliger Standard gewesen. Das ist ein Unterschied zwischen schlecht geschrieben und damaliger Standard. Zu gut. Ich bin einfach zu schlecht für das Spiel. Das Spiel ist zu gut. So sieht's aus. So bist du durch die ganze neue Spiele sehr verwaltet worden. Darkness. Hard. Hat sich angehört, als wenn der Tote mit mir gesprochen hätte. Ich mag die Map nicht. Mag's auch nicht. Spielst du, wenn du War Thunder spielst, eigentlich? Kannst du auswählen zwischen Luft und. Ja, du wählst aus zwischen Luft und Erdbattle. Und, ja, ich spiel momentan eigentlich nur Ground, weil ich bin ja eigentlich gar nicht der Pilot. Ich habe auch mittlerweile zum Beispiel bei der Deutsche gar keine Flugzeuge in meiner Lobby drin, sondern ich habe bei mir nur noch Tanks drin. Man, it's all over. Was? Wir sind hier, um dich rauszuholen? Das ist bescheuert. Ja, wir sind hier, um dich rauszuholen. Das ist natürlich auch geil. Ein Hilfsschütze ist bei mir. Toll. Jetzt habe ich nach hinten geguckt und da kommen natürlich zwei Gegner in den Weg. Ein Hilfsschütze ist bei mir. Einer. Was sind denn die anderen? Die ganzen anderen Opfer. Und mein Hilfsschütze, der ist fast tot, ey. Aber irgendwo war dann hier noch ein Healthpack, oder? Ah, genau da. Ach. Einer bleibt stehen, drei fahren rein. Mann, mein Soldat ist zu fett. Wir werden angegriffen. Alle Mann auf ihre Posten. Bam. Schwein. Also ich muss sagen, mein Hilfsschütze ist cool. Der hilft mir beim Schießen. Also der gibt mir Feuerschutz und der opfert sich für mich. Also so, der verliert halt HP. Den habe ich verhauen. Käse, ich wiederhole, wir werden angegriffen. Oh Mann! Voll ins Bein geschossen. Irgendwie treffe ich den gerade nicht. Wow, dafür hat er. Also, der LKW ist schon mal explodiert. Ich hoffe, der hat die Granaten nicht geschmissen. Wieder mal auf ein neues Repairen. Ja, diesmal dauert es aber nur eine Minute. Also früher, ich habe eigentlich das Spiel richtig geil. Ich fand das Spiel eigentlich richtig geil. Hier im Multiplayer habe ich das echt gut gesuchtet. Am besten fand ich immer Team Deathmatch, aber nur mit Gewehren. Ich fand generell nur mit Gewehren am besten. Also hier MG-Scheiße, das kann ja jeder überall spielen, aber. Also nur mit Gewehren oder mit Sniper, das war schon recht nice. Die Waffen waren eigentlich total fair, da sowieso jede Waffe immer nur den gleichen Damage gemacht hat. Wieso? Doch, eine Waffe war meiner Meinung nach immer OP in dem Beispiel, das war die Thompson. Ja, aber die ist ja eine MP. Ja, deshalb meine ich ja. Vorne steht der Truck, da gehen wir da nochmal hin, wir haben noch 2 Minuten 50 Restzeit. Das ist ein neuer Rekord, Leute. Rekord. Unterbrich niemals deinen Feind, während er einen Fehler begeht. Napoleon Bonaparte. Laden. Meine Herren, Sie haben bis jetzt in Exeter für eine bestimmte Aufgabe trainiert. Diese Aufgabe hat offensichtlich mit der Einnahme von Brücken zu tun. Was ich Ihnen jetzt sagen werde, ist streng geheim. Wenn Sie das Wort Brücke außerhalb dieses Raums auch nur erwähnen und ich davon höre, und das werde ich, sind Sie sofort Reservist. Die Invasion von Europa findet an 5 Stränden entlang der französischen Küste in der Normandie statt. Teile der 2. britischen Armee schlagen bei den Stränden Gold und Sword zu. Die 3. kanadische Infanteriedivision bei Juno.
Im Westen nehmen die Yankees Utah und Omaha ein. Die gesamte östliche Flanke ist somit ungeschützt gegen deutsche Konterangriffe aus der Region um Calais. Sollten die Deutschen hier durchbrechen, können sie mit Panzern die Strände von Sword bis Utah überrollen und den gesamten Brückenkopf auslöschen. Unsere Aufgabe und die der restlichen 6. Division der Luftstreitkräfte ist es, diese Flanke um jeden Preis zu sichern und wichtige Brücken entlang dieser Achse zu halten. Die Aufgabe der Kompanie D ist diese Brücke über den Conkanal. Die Gleiter werden uns im Schutze der Dunkelheit auf einem Feld nahe der Brücke absetzen. Von dort aus stürmen wir den Bunker und hindern die Deutschen daran, die Brücke zu sprengen. Mindestens eine Bren wird für ausreichend Feuer sorgen, während wir sie flankieren. Sobald wir die Brücke eingenommen haben, halten wir sie bis zur Ablösung. Währenddessen müssen wir uns gegen die Deutschen eventuell mit ihren eigenen Waffen verteidigen. Sie sollten sich also mit den hier in der Basis befindlichen Beutestücken vertraut machen. Viel Glück und viel Erfolg. Wegtreten! So Leute, ihr habt's gehört. Captain Price hat gesprochen. Okay, das werde ich jetzt mal nicht vorlesen. Das ist... Könnt ihr euch ja selber vorlesen. Das interessiert mich nicht wirklich. Wir sind auf jeden Fall in Frankreich, wie man hier sieht. Ganz viele Franzosen. Ne, das sind ja Briten. Oh Mann, ganz viele Briten. Wir sind in einem Gleiter. Die Texturen sind Bombe. Ich kann den Bois de Bavon nicht sehen. Verdammt, wieso schon? Mal, Jack. Das ist der größte Wald der Normandie. Mach die Augen auf. Mach ich ja, da ist kein Wald. Vielleicht haben sie ihn verlegt. Laut meinen Berechnungen sind wir auf Kurs. Schwenk mal 2 Grad weiter nordwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Bingo. Da ist er doch. 2 Grad Steuerbord auf Kurs. Ja. Sehe ich genauso. Wir wackeln ja ziemlich viel. Das sieht aus, als wenn wir in einem Simulator wären, ey. In so einem Original-Simulator. Alles klar. Bereit machen zur Landung. Okay. Das ist ein Wald, das sind Bäume. Die Bäume. Leine ziehen. Uah. Hilfe! Gebüsch. Ich lieg scheinbar auf dem Boden, jetzt habe ich eine gegen die Kuppe gekriegt. Sind alle okay? Milz? Geht mir gut. Ganz wunderbar. Die Milz? Wo ist die Milz? Der Milz geht gut. Na, das ist schon mal gut. Solange es der Milz gut geht. Schön, dass Sie noch da sind. Wir haben Glück. Die Deutschen haben unsere Meisterlandung nicht bemerkt. Suchen Sie sich einen guten Platz für den Bunker. Wir rücken hinter Ihrem Feuerschutz vor. So, wir haben 2 neue Waffen. Einmal die Lee Enfield. Opa! Das sind ja Deutsche. Einmal Baron LMG. Ich muss gerade erstmal schauen. Hast du da drüben auch was gehört? Ist doch nie was. Wir haben dort ein Deutscher. Wir haben dort im Bunker welche. No Whisper Target found. Oh Gott, das wird jetzt schwer, ey. Das sind so viele Deutsche. Soll ich das tun? Ja komm, ich bin heute schon so aufgestockt. Da ist der Hund drauf. Ich stirb schon wieder. Oh, jetzt fuck LMG, ey. Genau, rennt ihr mal vor, ihr schöne Briten. Briten können scheinbar genauso gut sterben wie die Russen. Das muss man sagen. Oh. Mann, ey, lauf mir doch nicht vor die Flinte. Ich kill die Leute im Bunker, ihr könnt ja schon mal vorrücken. Gott, das nimmt ja gar kein Ende. So, okay. Sieht aus, als ob es langsam ein Ende macht. Aber dann benutzen wir jetzt mal hier diese Waffe. Gehen hier in den dämlichen Bunker rein und hier ist kein Gegner mehr drin, aber ein Medikit. Sehr schön. Das Deutsche? Nee. Nein. Der ist tot. Hier haben wir keinen mehr.
Man weiß ja nie, was so die Deutschen hier in einer Ecke alleine machen. Ne? Das will man eigentlich gar nicht so ehren. Meistens so gar nicht so richtig wissen. Ach, fuck. So, da ist einer von uns. Leute, geht ihr mal vor, ich mache euch den Weg frei. Also ich versuch's, wenn ich jetzt weg mit meiner epischen... mit meinem epischen Aim. Und hier dem 800x600 bzw. 1200er oder 4:3, was hier für ein riesen geiler Bildschirm ist.